Mammo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple Computersysteme und App-Entwicklung. Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass wir weitergekommen sind. Also ich bin auch zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Also wir haben bis zum Schluss gekämpft und hat sich jeder reingehängt. Und letztendlich ist das verdient, denke ich. Ja, also ich muss sagen, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, weil das mag man vielleicht nicht so denken, aber das war eine verdammt anstrengende Partie. Es war Messerschneide mit einem Rückstand, mit einem super Comeback. Also ich glaube, jeder, der sich heute eine Karte gekauft hat, der ist froh, dass er es gemacht hat. Ja, ich denke, man hat einfach gesehen, am einzelnen Rückstand sind wir noch enger zusammengerückt, als wir ohnehin schon waren. Wir sind als Team aufgetreten und haben uns zurückgekämpft und dann denke ich auch, über das gesamte Spiel haben wir verdient das Spiel gewonnen und sind in die nächste Runde eingezogen. Also ich glaube, ihr müsst alle mal wissen, dass es heute keine Pokalsensation war, weil es war heute einfach ein Zweitligist gegen ein Drittligist. Und man hat gesehen, dass es nicht so wie gegen Schalke war, sondern wir haben mutiger gespielt, wir hatten mehr Ballbesitz, zweite Halbzeit. Ich hatte zum Hefe gesagt, ab dem Tor quasi, ab dem 1-0 und dann 30 Minuten haben wir nur Fußball gespielt. Ich glaube, die Bochumer hatten kaum eine Torchance, wenn dann die letzten zwei Minuten halt die Bälle. Aber es muss ja jedem mal klar sein, es ist keine Pokalsensation, es ist ein normaler Sieg von Dynamo Dresden über VfB Bochum. Ich meine, klar, wir haben alle davon geträumt, aber im Endeffekt ist es ein ganz normaler Sieg gewesen und keine Sensation. Ich finde es unfassbar geil, wie die Mannschaft das heute gemacht hat. Mit dem Rücken zur Wand dann quasi so eine Partie zu drehen, da fehlen mir eigentlich auch schon die Worte und da muss man mal echt sagen, jeder Einzelne, also auch wenn der Justin die zwei wichtigen Tore macht, der heute ja wirklich alles dafür getan hat, um zu spielen, davor ziehe ich einen Hut und vor allen Dingen, wie er gespielt hat. Ich muss einfach sagen, also ich bin heute auf jeden Einzelnen unfassbar stolz. Ja, es tut sehr weh, aber ich denke, man kann absolut damit leben. Großes Kompliment an die Rea Nord in Dresden, die haben zwei Tage akribisch gearbeitet an mir. Und ja, dass ich hier heute auf dem Platz stehen konnte, Wahnsinn. Ich dachte, ich bin heute mal der Matchwinner anstatt der Eile, aber hat er mir dann versaut. Aber ja, ist mir eigentlich ganz egal gewesen. Ich habe mich ja kurze Zeit gefreut, aber so ist der Fußball. Dafür haben wir hinten noch alle einiges weggehauen und das ist meine Aufgabe. Bin ich dafür da, Tore zu schießen? Der eine ist dafür da. Ja, ich denke, letzte Woche wurde es mir in Duisburg aberkannt, auch wo kein Abseits vorhanden war. Jetzt war es wieder kein Abseits. Zum Glück hat der Schiri das auch nicht, hat der Schiri das auch so gesehen und von daher ruhig geblieben, eiskalt geblieben und glücklich, dass es reingeht, dass das 2-1 passiert ist. Also wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht ganz genau sagen. Also ich weiß nicht. Bei mir war es so, ich bin einfach immer weitergelaufen. Also ja, die Fans, die haben uns immer wieder nach vorne gepeitscht, die haben uns angetrieben und von daher haben wir die Kraft, haben wir über die Fans getankt. Ja, die Ruhe, würde ich sagen. Ein bisschen zu überheblich abgeschlossen. Ich bin froh, dass es wirklich beim 2-1 geblieben ist. Sonst hätte ich mir wirklich die Hände über den Kopf gefasst. Wahnsinn. Aber ich bin überglücklich, dass wir die Zeit gebracht haben und ich denke auch nicht unverdient weitergezogen sind. Ja, ich denke, an den paar Minuten nach dem Spiel hat sich einfach gelohnt zu kämpfen. Über 120 Minuten, dass wir Gas gegeben haben. Die Belohnung haben wir uns gleich nach dem Spiel mit den Fans abgeholt. Scheißegal. Ehrlich, ist mir wirklich scheißegal. Wir haben es nach 20 Jahren wieder geschafft. Also ich glaube, erstmal sollte man den Tag nicht vergessen, diese Mannschaft sowieso nicht. Und man soll wirklich sich immer wieder an diesen Tag heute erinnern, denn wir haben wirklich was geschafft, was lange Zeit in der Grauzone war. Erstmal muss Eintracht Braunschweig eine Runde weiterziehen gegen Wolfsburg. Und dann wünsche ich immer noch Wolfsburg oder Braunschweig. Ja, wir werden jetzt ab heute werden wir es noch genießen und ab morgen gilt der Fokus auf Kickers. Wir werden jetzt gut regenerieren und dann werden wir am Sonntag wieder alle Körner beisammen haben und da auch wieder alles abverlangen. Ja.